Nach diesen sehr wichtigen Erkenntnissen sollte man sich noch klar machen, wofür das I beim XI denn steht. Es ist noch immer unsere Aufgabe, die insgesamt drei Unbekannten zu bestimmen, nämlich A, B und C. Der Autor hat die Formel mit dem Index I deswegen gewählt, da man im Alltag viel öfter Unbekannte mit den Namen X1, X2 und X3 anstatt A, B und C bestimmen muss. Üblich ist es also, von X1, X2 und X3 zu sprechen. In unserer Beispielaufgabe heißt es aber A, B und C. Das soll uns aber weiter nicht stören, denn wir merken uns einfach, dass wir zwar mit X1, X2 und X3 arbeiten, wie am Ende unserer Arbeit, aber einfach A, B und C für X1, X2 und X3 schreiben werden. Das ist vollkommen okay und trainiert uns im Umgang mit verschiedenen Variablen. Nein, mit verschiedenen Unbekannten. So muss es heißen. Unser Job besteht nun erstmal darin, die drei Ansätze für die drei Unbekannten X1, X2 und X3 zu formulieren. Bei X1 ist das folglich Determinante von A1 geteilt durch Determinante von A. Bei X2 konsequenterweise Determinante von A2 durch Determinante von A. Das hier unten brauchen wir nicht mehr. Und dann noch X3. Da ist es dann natürlich Determinante von A3 geteilt durch die Determinante von A. Die Matrix A kennen wir ja bereits. Allerdings benötigen wir noch drei weitere Matrizen. Sprich Matrix A1, Matrix A2 und Matrix A3. Die Matrix A steht hier drüben. Wirklich spannend wird der Herstellungsprozess von den neuen Matrizen A1, A2 und A3. Denn wir brauchen dazu die ursprüngliche Matrix A und den Vektor A. Matrix A1 ergibt sich dadurch, indem man stumpf die Ausgangsmatrix A abschreibt, allerdings die erste Spalte durch den Vektor A ersetzt. Das heißt also, die Matrix A1 ist gleich 6, 0, 10, 0, 3, 4 sowie 1, 1, 1. In der ersten Spalte steht der Vektor A. Matrix A2 ergibt sich dadurch, indem man stumpf die Ausgangsmatrix A abschreibt, allerdings die zweite Spalte durch den Vektor A ersetzt. Das heißt also, A2 ist 7, 2, 0, 6, 0, 10 und 1, 1, 1. Hier steht der Vektor A. Und Matrix A3 ergibt sich dadurch, indem man stumpf die Ausgangsmatrix A abschreibt, allerdings die dritte Spalte durch den Vektor A ersetzt. A3 ist dann 7, 2, 0, 0, 3, 4 und 6, 0, 10. Hier steht Vektor A.